Nachdem Miroslav Klose mit dem 1. FC Kaiserslautern in die 4. Liga abgestiegen ist, machte er sich eigentlich wenig Hoffnung, zur kommenden Saison eine Trainerstelle zu bekommen. Aber nachdem der Trainer vom FC Utrecht aus familiären Gründen sein Traineramt niederlegen musste, bekam er das Angebot vom Eredivisie Club. Das hat er angenommen, es wurde direkt öffentlich gemacht auf Twitter und an den anderen Social Media Kanälen, aber das kam bei den Fans eher weniger gut an. Sie schrieben unter anderem, wie kann man nur einen Trainer verpflichten, der in die 4. Liga abgestiegen ist, oder unter anderem auch noch, dass damit Klose der ganze Fortschritt wieder zurückgeht. Sie haben sich gerade für Europa qualifiziert, sind in den Qualifikationsspielen und wie soll das denn ein Trainer schaffen, der es nicht mal geschafft hat, in der 3. Liga zu bleiben. Klose meinte unter anderem darauf hin, dass er jetzt endlich die Zeit hat, sich richtig vorzubereiten, der Mannschaft klar machen konnte, was seine taktischen Vorstellungen sind mit dem Verein, mit den Spielern. Und sage ich mal, dass eine andere Situation ist, wie in Lautern, wo er einfach an dieses mitten in der Saison reingeschmissen wurde. Er konnte nicht planen, welche Transfers er machen konnte etc., was für Spielertypen er haben wollte. Das ist jetzt alles anders und er hat direkt richtig losgelegt. Und das tat er auch. Er hat, sage ich mal, viele junge Spieler verpflichtet, die auch woanders noch nicht den Durchbruch geschafft haben. Wie zum Beispiel Hogmar von der TSG 98 Hoffenheim hat auch relativ günstige Deals einfahren konnten, deswegen, da hat er so seine geschäftliche Seite auch nochmal, sage ich mal, ich denke mal, besser bei den Fans präsentieren können. Jo, ich gebe jetzt nicht einfach hier stumpf das Geld aus, mehrere Millionen. Er hat es auch so gemacht, es sind Verträge ausgelaufen, hat dort geguckt, wo man die Spieler dann halt günstig bekommen konnte. Aber einen Top-Transfer hat er letztendlich noch gemacht. Sie brauchten einen Stürmer, sie sind jetzt in der Europa-League-Qualifikation und da wollte er natürlich einen haben, der weiß, wo das Tor steht. Und zwar wollte er dann den guten Jaremschuk verpflichten. Sie konnten sich dann bei ungefähr 15, 16 Millionen einigen. Das Gehalt war dann letztendlich auch kein Ding mehr für den Spieler, Berater und Klose. Dann haben wir im Tor den guten Flecken, Neuzugang vom SC Freiburg, den guten Hogmar von der TSG Hoffenheim, dann rechts Laursen, dann haben wir noch vorne Jaremschuk und dann noch als Backup-Flügelspieler den guten Köhlert. Also die Mannschaft kann sich sehen lassen und damit will er jetzt voll angreifen in der Eredivisie. Und das wollten sie jetzt auch gegen RKC Waldwijk. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, habe ich eh nicht. Und ja, er schickte ein bisschen die zweite Welle auf den Platz, aber das machte überhaupt, sage ich mal, gar keinen Unterschied, weil der gute Czerny, der tschechische U21-Nationalspieler, den guten FC Utrecht einfach mal in Führung schießt mit einem absoluten Traumtor. Aber ich denke mal, das kann man gleich nochmal genauer in der Wiederholung sehen. Der gute Jaremschuk, was für ein Ball. Er hat sich natürlich auch sehr gut freigelaufen, der gute Czerny, das muss man auch dazu sagen. Aber der Pass war wirklich sehr, sehr stark. Und die guten, sage ich mal, Leute von Miroslav Klose taten sehr, sehr konzentriert auf. Machten gut Druck, auch wenn das jetzt ein Abseits-Tor gewesen ist. Aber sie, also das hat man richtig gespürt, sie wollten das richtig. Sie wollten den Sieg, sie wollten, sage ich mal, auch den Fans zeigen, der gute Klose ist der richtige Mann für uns. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass hier die Heimmannschaft noch richtig gut Druck macht mit dem Roulette, aber Flecken kann sich dort dann auch beweisen. Sage ich mal, muss ja auch ein bisschen reinkommen jetzt nochmal in den neuen Verein. Und das macht er hier gerade nochmal wirklich sehr stark, kommt gut raus im 1 gegen 1. Und sage ich mal, hält so bisher noch ganz stark die Null fest. Und dann kam mir jetzt nochmal in der ersten Halbzeit, der 38. Spielminute in der Mitte, dann kommt der gute Pass auf Gustafsson und er nimmt ihn einfach mal direkt und haut den links ab ins Tor. Richtig, richtig starker Abschluss, das war auch vorher richtig gut rausgespielt, sie standen echt gut hinten drin, die guten Waldwijker Jungs, alles klar. Und auf jeden Fall war das ein richtig starker Abschluss von Gustafsson. Gut nochmal von Van de Horn freigespielt. Und dann kam jetzt auch in die zweite Halbzeit, wo die Heimmannschaft viel besser rauskam als wir. Und somit stand so nur 1-2. Und das wollten sie eigentlich verhindern, weil jetzt wird nochmal, sage ich mal, die guten Waldwijker werden gepusht. Jetzt haben sie noch, sage ich mal, ganze 40 Minuten Zeit, mindestens noch den Ausgleich, wenn nicht sogar noch mehr zu erzielen. Und das wollten sie eigentlich verhindern. Klose hat den Weiß gemacht. Geht da raus, kämpft noch weiter, genauso wie ich es gerade eben gemacht habe. Das haben sie dann jetzt auch weiterhin gemacht. Jetzt sind wir schon in der 82. Spielminute. Und da der Riesenbock vom Innenverteidiger. Flecken kommt raus. Und das war genau dasselbe Tor wie schon, sage ich mal, der Anschlusstreffer. Jetzt haben sie den Ausgleich.
Aber das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben es nochmal gepusht, wollten nach vorne. Sie wollten den Sieg unbedingt mitnehmen. Jetzt kommt links der Ball raus auf Elia. Der spielt den Ball in die Mitte auf den Kapitän. Und er macht höchstpersönlich in der 89. Spielminute, macht hier den Führungstreffer. Es war so, so wichtig. Und somit können sie den ersten Sieg in der Saison einfahren. Elia kam nochmal rein, hat richtig gut Tempo gemacht. Deswegen auch eine gute, sage ich mal, gutes Händchen von Miroslav Klose. Natürlich muss man dazu sagen, dass man am zweiten Pfosten, dass da alles blank war, aber das musste dann noch ausnutzen. Und der Kapitän höchstpersönlich macht hier den Siegtreffer. Und in der nächsten Episode geht's ran in die Playoffs gegen Motherwell um die Europa League. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.